Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ja, zur Stärkung möchte ich mir doch mal am Lagerfeuer ein Stück Fleisch braten. So lecker auch das. Und apropos Stärkung, ich habe ja noch ein Stärkegetränk von Amenophis bekommen. Das trinken wir jetzt auch, haben sozusagen 3 Stärkepunkte wiedererlangt. Hervorragend. Und jetzt fragen wir ihn über die Götter aus, steht ja auch im Logbuch, in Amenophis. Was für eine Prüfung? Du wirst es erfahren, sobald du mir sagst, wessen Gott du dienst. Hoa. Keinem? Belia Adanos Innos. Ja, ich würde mal sagen, Belia ist wohl schlimm. Adanos wäre gut, Innos ist gut, aber ich sag einfach mal keinem. Mal gucken, was dann los ist. Ich diene keinem Gott. Ich tue nur das, was ich für richtig halte. Was soll ich von deiner Antwort halten? Kann ich sicher sein, dass du dich nicht gegen die Anhänger von Innos und Adanos wendest? Du kannst beruhigt sein, auch wenn ich keinem Gott diene. So helfe ich doch den Menschen und kämpfe gegen Belias Kreaturen. Mag sein. Du müsstest aber schon etwas über die Götter wissen, bevor ich dir mehr anvertrauen kann. Ich werde dich prüfen. Ja, dann prüf mal. Dann beginne mit deiner Prüfung. Gut. Ich werde dir nun einige Fragen zu den Göttern stellen. Beantworte sie weise. Oh. Wenn du alles richtig beantwortet hast, werde ich deinen Wissensdurst stillen. Bist du bereit? Was ist denn jetzt Gothic Quiz? Gothic Quiz? Neues Spielformat, okay. Speicher mal lieber erstmal ab. Dann stell mir deine Fragen. Stell deine Fragen. Ich bin Amenophis, der Nachkomme des letzten Heilers von Jarkendar. Ich werde nun dein Wissen prüfen. Wer wurde erwählt, um für das Chaos zu streiten? Die Orks. Ja, das ist wahr. Wenn du wirklich ein Berufener bist, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer führte die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits? Belia. Wer erschuf das Feuer, das Licht, die Gesetze und das Recht? Innos. Wer erwählte zu seinem Avatar das Tier? Belia. Wer ist das Gleichgewicht zwischen Chaos und Ordnung? Adanos. Wer hütet die Gesetze des Feuers und des Lichts auf Erden? Die Feuermagier. Wer verbarg das heilige Artefakt, welches einst vom alten Volk bewacht wurde? Hä? Jetzt steht da, jetzt, das kann ich gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Gut, ich sehe, dass du dich mit den Göttern beschäftigt hast. Das tut nur jemand, der nicht allein an den irdischen Dingen interessiert ist. Ich bin zufrieden mit dir. Danke. Jetzt habe ich die Fragen. Okay, ich werde auf jeden Fall erstmal abspeichern. Oh, jetzt geht er woanders hin. Dann lassen wir erstmal aus dem Bild raus. Ja, dann stellen wir ihm mal Fragen. Mal schauen. Dann bin ich an der Reihe. Jetzt habe ich Fragen. Nur zu, was willst du wissen? Du nennst dich den Seher. Warum? Weil Adanos mir Einblick in die tiefsten Geheimnisse der Götter gewährte. Welche Geheimnisse? Nun, alles der Reihe nach. Wie ich dir bereits mitgeteilt habe, ist mein Name Amenophis.
Ich bin ein Nachkomme des alten Volkes, welches hier auf Kurinis gelebt hat. Dieses Volk verehrte Adanos. Ihm zu Ehren errichteten meine Ahnen die Kultur, deren Überreste du hier siehst. Diese Kultur mit seinem Tempel und den Ruinen nannten meine Vorfahren Jarkendar. Viele Jahrhunderte gedeihte es in Frieden und Wohlfahrt, bis es ein schreckliches Ende fand. Ich selbst stamme von der Familie ab, die zu den Heilern des alten Volkes gehörte. Dieses alte Wissen wurde jahrhundertelang bewahrt und an mich weitergegeben. Aus diesem Grund trage ich dieselbe Robe, die einst meine Ahnen, die Heiler, getragen haben. Du bist also ein Heiler. So kennst du dich mit Magie und Alchemie aus. Ja, aber nur was die Heilkunde betrifft. Und diese Geheimnisse teile ich mit niemandem. Na dann heile mich mal. Das steht tatsächlich da. Kannst du mich heilen? Adanos, segne diesen Körper, befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Na, hätte ich Adanos geantwortet eben, dann wäre das nichts, wäre das auch genauso gut gelaufen. Gut, Das ist ja alles sehr interessant. Aber jetzt erklär mir mal, warum du diese Briefe geschrieben hast. Ich bin auf der Suche nach etwas und brauche hierfür einen mutigen und zuverlässigen Helfer. Warum ahne ich jetzt, dass ich bei einer Sache mitmachen soll, die für mich sehr gefährlich werden kann? Weil deine Ahnung dich nicht trügt. Wenn du mir hilfst, würdest du dich in große Gefahren begeben. Aber wenn du der bist, auf den ich warte, schrecken dich diese nicht. Soll ich nun geschmeichelt sein? Vielleicht verrätst du mir einfach, was du suchst. Ich hatte dir die Frage danach bereits gestellt, doch du konntest mir hierfür keine Antwort geben. Du meinst die Frage, wo von einem heiligen Artefakt die Rede war. Genau. Du sagst es. Um dieses Artefakt handelt es sich. Genau genommen sind es zwei. Aha. Was sind das für Artefakte? Zum einen handelt es sich um ein Artefakt des Gottes Belia. Es ist ein Schwert, welches man die Klaue Belias nennt. Die Klaue ist dafür verantwortlich, dass Jarkendar unterging. Sie wurde einst im Tempel des Adanos verwahrt. Doch habe ich erfahren, dass sie da nicht mehr zu finden ist. Ein Mann hatte das Schwert aus dem Tempel geholt und einigen Wassermagiern gegeben, die sich für die Kultur von Jarkendar interessierten. Der Wassermagier Saturas hatte es im Meer versenkt, da er annahm, dass es der sicherste Ort für die Waffe wäre. Aber Adanos schien andere Pläne mit der Klaue zu haben. Jedenfalls wurde sie wieder an Land gespült und von Piraten gefunden. Aua, aua. Diese mächtige Waffe darf aber unter keinen Umständen bei den Seeräubern bleiben. Man muss sie ihnen wieder abnehmen, bevor die Schergen Belias sie in ihre Hände bekommen. Was hast du mit der Klaue vor, wenn du sie in deinem Besitz bekommst? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht vernichten, wenn es möglich wäre. Ansonsten sie irgendwo verstecken, damit kein Unheil mit ihr angerichtet werden kann. Vielleicht aber wäre sie am sichersten in den Händen eines Kämpfers, der für Adanos oder Innos streitet. Oder gar keinem Glauben er hat. Er müsste aber stark genug sein, den dunklen Verlockungen, die von der Klaue ausgehen, zu widerstehen. Vielleicht bin ich dieser Kämpfer. Vielleicht. Okay, speichern wir mal. Taut er wieder ab? Interessant. Ja, jetzt futtert er ein Stück Käse. Okay, Szenenwechsel. Was ist das zweite Artefakt? Aha. Es ist ein Schild, den man die Himmelsscheibe nennt und der zu den sieben göttlichen Artefakten des Adanos gehört. Sieben? Ich hatte gehört, dass es nur fünf geben soll. Das wurde falsch überliefert.
Ach, tatsächlich? Ja, die Überlieferung, dass es nur 5 sein sollen, hängt mit einem Bericht zusammen, in dem die Rede ist, dass sich 5 Artefakte in dem Tempel von Tadmor befunden haben sollen. Über den Verbleib der anderen beiden wurde nichts berichtet und irgendwann ging die Kunde, dass es 7 sind, verloren. Eins von den beiden ist die Himmelscheibe. Ja. Und was ist das 7. Artefakt? Dieses soll das mächtigste der 7 göttlichen Artefakte sein. Ein geheimnisvoller Zauber, über den aber nichts Näheres bekannt ist. Die Legenden sagen nur, dass dieses Artefakt von Adanos selbst behütet wurde. Du weißt also auch nichts Genaueres? Nein, dieses Wissen blieb mir verborgen. Na schön. Befand sich die Himmelscheibe ebenfalls im Tempel von Jakendar? Ja, so ist es. Aber wohin man sie gebracht hat, werden wir erst erfahren, wenn wir wissen, wohin das Volk von Jakendar gegangen ist. Du sagtest doch, dass du ein Nachkomme dieses Volkes bist. Wieso weißt du nichts hierüber? Mein Vorfahr war zu krank, um Kurenis zu verlassen. Er blieb zurück, als die anderen fortzogen. Vermutlich hatte er gewusst, wohin die anderen gingen, doch hat er es allem Anschein nach niemanden mitgeteilt. Dieses Wissen nahm er wohl mit sich ins Grab. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Im Tempel des Adanos. Vielleicht haben wir Glück und du findest irgendwas, was uns verrät, wohin das Volk von Jakendar gegangen ist. Was genau soll ich suchen? In der Regel haben meine Vorfahren alles auf Steintafeln überliefert. Wenn es eine Mitteilung gibt, dann wird diese vermutlich in den hinteren Tempelräumen aufbewahrt sein. Und wie gelange ich in den Tempel? Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Tor. Allerdings... Allerdings was? Du benötigst noch 5 farbige Steintafeln. Dann gib sie mir. Ich habe leider keine von diesen Tafeln. Du wirst sie suchen müssen. Hast du keine Ahnung, wo sie sein könnten? Vermutlich in den Ruinen, die es in Jakendar gibt. Am besten suchst du in den großen Häusern nach ihnen. Das waren die ehemaligen Herrenhäuser. Ich habe aber bei meinen Erkundigungen bei den Seeräubern erfahren, dass der Pirat Tom ebenfalls nach den Steintafeln sucht. Vielleicht hat er welche gefunden. Du solltest mal mit ihm reden. Aha, das klingt nach sehr viel Sucherei. Also, die Klaue Belias. Amenophis sucht 2 Artefakte. Eines ist Klaue Belias, ein Schwert des dunklen Gottes, welches sie verantwortlich ist. Das Jakendar unter den Amenophis sich die Waffe nicht in Fallstände gerät. Zurzeit soll die Waffe sich bei den Piraten von Jakendar befinden. Okay. Das heißt also Grex Schergen dort. Die Himmelscheibe. Das 2. Artefakt ist ein Schild des Adanos, der den Namen Himmelscheibe hat und zu den 7 göttlichen Artefakten des Adanos gehört. Bisher wusste ich nur von 5 Artefakten. Außer der Himmelscheibe soll es noch einen mächtigen Zauber geben, über den aber nichts bekannt ist. Auch die Himmelscheibe war ursprünglich im Tempel des Adanos gewesen. Wohin es nach dem Untergang von Jakendar gekommen ist, ist unklar. Suche im Adanos-Tempel. Ich soll nach dem Verbleib der Himmelscheibe forschen. Diese wurde vermutlich vom Wolken Jakendar mitgenommen. Dum, 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 dum. Der Seher riet mir, mit Piraten Tom in Gregs Piratenlager zu reden. Ja, okay, das geht ja um die farbigen Steintafeln. Ich habe ja farbige Steintafeln. Das weiß ich nämlich. Komm, spring mal rüber und da Schriften. War das hier eventuell? Nein. Dann da Verschiedenes. Die fallen ja voll auf. So, hier habe ich... Moment mal. Ich weiß, ich habe noch mehr davon. Gelbe Steintafel. Eine blaue, eine violette und eine rote. Aber ich habe da noch irgendwie noch eine andere Gruppe von Steintafeln. Ja, hier sind sie. Gucken wir mal, ob die da schon sind. Steintafel des alten Volkes. 1, 2, 3, 4, 5. Ich vermute, dass die das sind. Eindeutig.
Aber es ist nicht dazu wahrscheinlich, erst wenn ich alles habe, denke ich mal. Gut, dann klaue ich ihm mal seine Spruchrollen. Wenn das geht mit meinen. Ja, geht. Schwere Wunden heilen. Okay. So, jetzt habe ich mal die Rune angelegt, wo es zu Gregs Piratenlager geht. Da sollten wir nach einem Tom gucken. Und der müsste irgendwo hier hinten sein. Ich meine am Feuer oder so. Ah, ist er ja. Hallo. Hallo. Hey du, was machst du hier? Ich bin auf der Durchreise und... Auf der Durchreise? Dann bist du vielleicht der Mann, den ich brauche. So? Wofür? Da wir im Lager nicht viel zu tun haben, beschäftige ich mich zurzeit mit alten Steintafeln. Schön. Und weiter? Hier in der Gegend habe ich schon einige gefunden, doch ich vermute, dass es im Landesinneren weitaus mehr gibt. Leider ist der Zugang versperrt. Vielleicht aber findest du eine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Unser Kumpel Skip hat es zumindest geschafft. Skip? Dann kann er doch diesen Job für dich übernehmen. Leider war er schon weg, bevor ich ihn fragen konnte. Er bekam vom Captain den Auftrag, sich im Landesinnere umzusehen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Wenn du Näheres wissen willst, kann dir nur Captain Greg hierzu was sagen. Also, wie bereits gesagt, wenn du es schaffst, irgendwie ins Landesinnere zu kommen, solltest du nach diesen Steinplatten suchen. Es handelt sich um 5 Steinplatten mit 5 verschiedenen Farben. Einmal mit blauer, mit roter, mit grüner, mit gelber und mit violetter Farbe. Und was habe ich davon, wenn ich dir die Steinplatten besorge? Du würdest von mir eine angemessene Belohnung erhalten. Aber Näheres sollten wir später besprechen. Vorher macht das keinen Sinn. Ja. Sind das nicht die ich eben gezeigt habe? Gucken wir nochmal nach. Steintafelsuche. Der Pirat Tom sucht einige Steinplatten, die sich im Landesinneren befinden sollen. Der Zugang zu diesem ist aber versperrt. Allerdings soll der Pirat Skip irgendwie dorthin gekommen sein. Ich sollte mal mit Captain Greg über Skip reden, sofern ich dies noch nicht getan habe. Wenn ich es geschafft habe, ins Landesinnere zu kommen und Skip zurückgebracht habe, kann ich ja nach diesen Steinplatten suchen und wenn ich welche finde, mit Tom über den Preis sprechen. Aha, aha, aha. Okay. Dann wollen wir mal den Greggy befragen, der ja hier ist. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Tja. Was anderes? Wenn ich das nicht schon getan habe, dann bleibt es nur noch Skip übrig. Das habe ich früher auch immer gesagt. Der war ja irgendwie in so einem Unterstand. Nee, das ist Bill. Wo war denn jetzt Skip? Ah, jetzt muss ich nach Skip suchen. Das interessiert mich nicht. Ach, da. Ja, Man musste es ja so kommen. Kurze Frage, nächste Frage, ne? Das wird sich nie ändern. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja, bin da ein bisschen überfragt. Trotzdem werde ich nochmal zu Tom hingehen. Vielleicht habe ich doch noch was übersehen, ich weiß es nicht. Nein, definitiv Ende. Aber als ich mit ihm gesprochen habe, habe ich doch irgendwie einen Schlüssel gekriegt. Ich muss mal nachgucken. Ach, da brauchte ich gar nicht lange zu suchen. Hier ist nämlich Schlüssel eines Steinwächters. Passt zu einer Truhe in einem seltsamen alten Gebäude im Sumpf. Im Sumpf. Also müssen wir erst... Ich dachte, das wären die 5, die ich hier schon habe. Das sind... ein bisschen kompliziert. Jetzt muss ich also zurück in den Sumpf und da eine Truhe finden und dort die aufmachen. Das war doch seine Entscheidung. Aber wieso habe ich keine Skip-Option? Also keine Option mit Greg zu reden. Das ist ulkigst. Okay, aufgrund der Tatsache, dass ich zu einem Sumpf muss, beziehungsweise ich den einzigen Hinweis habe jetzt, dass der Schlüssel zu einer Truhe in einem Sumpf passt,
Bin ich mir nicht sicher, ob es der Sumpf ist, den ich denke, dass er ist. Und zwar der, über den wir dann... Ach nein. Oh, jetzt warte ich hier durch. Bei dem wir hier über die Teleplattform kommen. So, mal gucken, was haben wir hier? Zum Tempelportal. Zum Canyon. Zum Tal. Zum Sumpf. Das könnte nämlich sein, dass ich hier noch eine 50 Folgen vorher irgendwie hier eine Truhe, eine verschlossene Truhe gefunden hatte. Jetzt suche ich mal... Oh, Blutfliege. Oder Giftfliege, besser gesagt. Da kriegen wir dann Stacheln. Ein Sumpfgolem. Was jetzt? Wo bin ich? Mann, da hinten ist einer. Ah, shit. Ach, da oben! Na, du bist ja gemein. Ah, nee, ne? Und dann kommt noch der Sumpfgolem. Oh, und da steht noch ein Seher. Na, Leute. Bin ich so gut. Gut drauf in letzter Zeit. So. Aber das ist ja was anderes. Es macht aber meinem Let's Play keinen Abbruch. Jetzt kann ich sicherheitshalber was... Nee. Okay, den kann ich noch mal eben abschießen. Na. Okay, gut. Jetzt kann ich mich aber erfrischen. Okay, das werde ich dann mal machen. Ja, ich mache immer wieder diesen fatalen Fehler... zu denken, ich war ja schon mal hier, also gibt es bestimmt nichts Neues. Irrtum, nein. So ist das auf keinen Fall, liebe Freunde. Und das macht das noch viel spannender. Genauso wie es hier noch immer noch schöne Sachen gibt zu looten. So, hier ist der Suchende. Genau, richtig. Hier ist einer von den Suchenden. Was ist denn mit dem, der hier oben drauf war? Oder war das ein anderes? Na, gucken wir mal. Da ist ein dicker, fetter Baum. Na? Oh, bye. Hau ab! Hm, zu spät. Dauert zu lange, bis er dann da... Okay. Ah, der geht durch den Baum durch. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Okay, jetzt macht er nix. Oh ja, Mist, Mensch. Mal machen sollen. Muss ich das nachholen? So, jetzt aber. Okay. Weiter Ausschau halten. Okay, weiter gucken. Aha. Also doch. Versucht er hochzuklettern. Schafft er aber nicht. Mhm. Warte mal, er geht hoch. Und jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er es geschafft. Meine Herren. Aha, Moment. Ein gemeiner Suchender ist das. Okay. Er kommt nicht zu mir durch. Aber okay, das war gut. Und dann kommt noch ein Heinz an. Irgendwo. Was ist das gemein hier? Da. Der Zombie. Da oben ist er. Kann ich ihn jetzt looten von da oben? Ja, kann ich. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, dann zäher Sumpfgolem. Dann versuchen wir dich doch nochmal.
Ah, da ist er. Oh, ich bin schneller. Stärker als du. Die Blutfliege fliegt noch lustig vor sich hin. Ach, das sind mehrere. Oh, da kommen doch noch mehr solcher. Oh, wie viel denn noch? So. Giftwespe. Ist hier noch was Neues? Nope. Ach, du liebes bisschen, dahinter ist noch ein Suchender. Also hier... hier wimmelt's echt. Okay, wenn hier noch ein Suchender ist, der ist auch nicht unsichtbar. Mal speichern. Da oben drauf? Nein, auch nicht. Hey, ich konnte durch die Mauern gucken. Cool. Nee. Steckt der in der Mauer drin? Was? Was soll das denn jetzt bitte werden, wenn es fertig ist? Wer steckt in der Mauer drin, liebe Leute? Und kann durch die Mauer durchschießen. Ich fasse es ja nicht. Nee, nicht ganz. Doch. Das ist jetzt echt. Shit. Neuladen. So, neu eingeladen. Kannst du mal aus sicherer Entfernung mal angucken, ob er denn noch in der Mauer steckt. Nee. Nee, ist eine wilde Giftwespe. Dann hat er sich wohl wieder verpillepalt. Also das sind ja Sachen. Okay. Dann wollen wir ja die Giftwespe hier nochmal. Ja, okay. Eins, zwei. Wespe war doch hier gut getarnt, hier irgendwo im Sumpf. Da ist er. Mann, oh Mann. Also hier wimmelt es von 10 Sumpfgolems. Junger Sumpfhai. Gut, dann haben wir schon ein bisschen die Zeit rum. Und verabschiede mich an dieser Stelle für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn ihr mögt. Und schreibt doch nochmal in den Kommentaren, was es da mit den Steintafeln auf sich hat, beziehungsweise mit Greg und Tom und die Skip-Dialog-Option. Danke, macht's gut, tschüss.